Löwenzahn. Heute geht's um Computer. Grau. Tau. Ja, das reimt sich. Blau, Tau. Morgens ist der Himmel blau. Nee, früh. Frühmorgens ist der Himmel blau. Und auf den Blumen. Nee, Rosen. Ist besser. Und auf den Rosen klebt der Tau. Nee, sitzt der Tau. Nee, liegt. Und auf den Rosen liegt der Tau. Morgens ist der Himmel blau und auf den Rosen liegt der Tau. Tau. Ja, das ist es. Auf dem Baume klopft der Specht. Klopft der Specht. Auf dem Baume klopft der Specht. Ah, morgen. Ja, ich mache gerade ein kleines Gedicht, ein Morgengedicht. Was gibt es Schöneres als die Poesie, die Dichtkunst? Besonders an so einem wundervollen Morgen wie heute. Die Vögel singen, die Luft ist so schön frisch. Da freue ich mich, dass ich lebe. Da möchte ich am liebsten ein Lied singen oder ein Gedicht machen eben. Eins, was sich reimt. Ist aber gar nicht so einfach. Aber ich finde, der Anfang, der ist mir ganz gut gelungen, ne? Frühmorgens ist der Himmel blau und auf den Rosen liegt der Tau. Auf dem Baume klopft ein Specht. Specht. Bravo. Schönes Gedicht. Ja. Streck was fürs Herz. Haben Sie selbst gemacht? Ja, natürlich. Aber es ist erst der Anfang. Ich muss noch üben. Üben? Ja, ich will Dichter werden. Was wollen Sie, Dichter werden? Ja, und Gedichte machen. Gedichte, die sich hinten rein und die fröhlich machen, wenn man sie liest. Wenn man sie liest? Ja, natürlich. Die sollen auch gedruckt werden. Ich lese sie schon richtig vor mir. Die Bücher. Morgengedichte von Peter Lustig und Frühlingsgedichte und Abendgedichte. Also gut, müsstest du uns eine auch mal haben. Sie stehen da und dichten, ja, und ich schleppe jetzt centerweise Post darum. Hier, jeden Tag mehr. Hier, gucken Sie das mal an. Früher waren es nur ein paar Postkarten, ich war ein paar Liebesbriefe und heute jede Menge Rechnungen, Mahnungen und das meiste Reklame. Centerweise Reklame. Centerweise Reklame. Kein Schwein liest das Zeug. Ich muss es austragen. Wissen Sie, wer schuld ist? Nö. Die Computer. Die Computer? Genau. Die Computer. Die verschicken das ganze Zeug. Hier, Computerschrift. Sehen Sie? Hat ein Computer gemacht. Ja. Und? Sie wissen auch, dass Sie einen Garten haben. Rasenmäherreklame. Schöne Grüße vom Computer. Das ist doch nett, dass er mir das schickt. Mich interessiert's bloß nicht. Ihnen fällt nicht zufällig ein Reim auf Specht ein. Auf dem Baume klopft der Specht. Specht. Sie stehen da so ruhig herum und dichten. Sie sollten sich lieber Sorgen machen wegen der Computer. Ach, Computer, Unsinn. Das sind doch nur nützliche Maschinen, die genau das tun, was wir Menschen ihnen sagen. Wie zum Beispiel der da. Was denn? Ist da auch ein Computer drin? Nee, aber so ein Klospülkasten funktioniert wie ein Computer. Ne? Man gibt ihm einen Befehl, er arbeitet nach einem Programm und hinten kommt was raus. Ja, Wasser. Aber ich kenne keinen Computer, aus dem hinten Wasser rauskommt. Ach, ob Wasser oder Worte oder Zahlen, das ist den Maschinen ganz egal. Die brauchen einen Befehl vom Menschen und ein Arbeitsprogramm. So. Ja. Und Ihr Klokasten hat so ein Programm? Na sicher, das geht so. Warte, bis einer unten zieht. Dann lass hier unten Wasser raus. Wenn das Wasser rausgelaufen ist, mach unten wieder zu, mach den Hahn oben auf und lass neues Wasser rein. Dann kontrolliere den Wasserstand. Ist er zu niedrig, lass mehr rein. Ist er hoch genug, dann mach den Hahn oben zu und warte, bis unten wieder einer zieht. Das ist das Programm vom Klospülkasten. Naja, Computer haben längere Programme, die können auch eine Menge mehr. Aber im Grunde sind sie auch nicht schlauer als mein Klokasten da. Stimmt nicht. Ich sage Ihnen ja lustig, Computer wissen alles. Sie lauern überall. Da. Sehen Sie da? Auf der Milchtüte? Ja. Die Striche? Ja, das sind so Striche. Auf der Marmelade auch. Aber ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich sag's Ihnen. Ja? Das sind geheime Markierungen von Computern. Mhm. Die können nämlich diese Strichmuster lesen. Ja. Und dann wissen die, was sie zum Frühstück essen. Jawohl. Ach, so Blödsinn. Warum soll denn ein Computer das wissen wollen? Nee, das muss was anderes zu bedeuten haben. Man kann ja mal im Supermarkt fragen.
Ist Ihnen schlecht? Nee, ich dichte. Auf dem Baume klopft ein Specht. Wissen Sie was? Wenn Sie meinen, dass Computer so wichtig sind, ja? Dann lassen Sie die doch dichten. Geht vielleicht besser. Obwohl, die Idee ist gar nicht so schlecht. Warum sollen Computer nicht dichten können? Warum soll ich mir nicht von einer Maschine helfen lassen? Dazu sind sie doch da. Vielleicht gibt es im Supermarkt tatsächlich einen Computer. Und wenn der sowas lesen kann, dann kann er ja vielleicht auch dichten. Ja, hier kaufe ich immer meine Milch. Wieder diese Striche. Auch auf dem Ketchup. Und auf den Keksen. Sogar auf der Brause. Seltsam. Was soll das? Ist es womöglich doch eine Geheimschrift? Für Spione? Das kann doch keiner lesen. Da, schon wieder. Wer klebt denn das drauf? Ah, der da. Na, der hat doch früher immer diese Preisschildchen draufgeklebt. Und jetzt nur noch Striche. Da weiß ja die Kassiererin gar nicht, was die Waren kosten. Aber Moment mal, die guckt ja auch gar nicht drauf. Die tippt ja noch nicht mal was ein. Die schiebt nur alles über so ein Fensterchen und dann piept's. Ah, habt ihr das gesehen? Da an der Kasse stand plötzlich Bienenhonig, 2,49 Mark. Ja, jetzt begreife ich. Da muss ein Computer im Spiel sein. Genau, der da. Der liest diese Strichmuster und weiß dann, was es ist und was es kostet. Und dann druckt er das auch noch. Mit richtigen Buchstaben. Na, dann kann er vielleicht auch dichten, ne? Nein, dichten kann der nicht. Ach, Petronius, hilf! Früh morgens wird der Himmel blau und auf den Rosen liegt der Tau. Top, Alter. Tja, das war also nix. Der Computer im Supermarkt, der ist zwar schnell und fleißig, aber es ist ein Spezialist. Für Milchtüten und für Marmelade und für so einen Kram. Dichten kann der nicht. Ihm fehlt da das Künstlerische. Ne? Ich muss es wohl selber machen. Ja. Ach, hoch im Baume klopft der Specht. Specht. Na, Buse? Na, sie weiß es auch nicht. Frühmorgens ist der Himmel blau. Auf dem Baume klopft der Specht. Specht, Himmel, da muss doch irgendwie... Wissen Sie zufällig einen Reim auf Specht? Wie? Specht, was? Ja? Specht? Ja. Nee, weiß ich nicht. Nicht? Ja. Ich bin ja kein Dichter, bin ja Maler. Ja, natürlich. Ein schönes Bild ist das. War das. Mhm. War schön. Ja. Naja, ich werde es nochmal malen, ich habe Zeit genug. Wissen Sie, ich meine nur so aus Spaß, eigentlich bin ich Grafiker. Grafiker? Interessant. Ja, ich zeichne. Zeichentrickfilme und so. Toll. Aber dann haben Sie wohl nicht viel zu zeichnen, wenn Sie hier so den ganzen Tag rumsitzen und malen. Ich habe viel zu tun. Aber ich zeichne nicht alles selbst, ich lasse zeichnen. Sie lassen? Ach, das ist ja praktisch. Da haben Sie also einen Computer. Was? Ein Computer? Einer, der zeichnen kann? Ja, der nimmt mir viel Arbeit ab. Ja. Und deshalb kann ich hier in der Sonne sitzen und malen. Das ist ja großartig. Also, ein Computer, der was von Kunst versteht. Kunst? Ja. Ach, ja, so, wissen Sie. Ich habe da so eine Idee. Ihr Computer? Der könnte mir vielleicht helfen. Kann ich da nicht mal sehen? Na sicher. Oh, Sie haben da was. Tja. Oh. Das ist mein Zeichencomputer. Na, dann lassen Sie doch mal zeichnen. Jetzt muss ich ihm mal was vorzeichnen. Ja, hübsch. Zum Beispiel das hier. Ja. Und jetzt sieht der Computer sich das an und speichert es. Hey, toll. Aber kann man das auch bunt haben? Kein Problem. Wie hätten Sie es denn gern? Ah, die Hose blau. Na, ein bisschen heller. Ah, ja. Ja, das. Ja. Das Hemd? Das Hemd, da so ein dunkles Rot, ne? Ja. Mhm. Und die Stiefel machen wir grün und Bart braun. Hätten Sie gerne Geschwister? Geschwister? Ja, wieso?
Tatsächlich. Wussten Sie schon, dass Sie sportlich sind? Sportlich? Ich? Nö, eigentlich. Das ist ja ein richtiges Ballett. Mein Computer kann noch mehr. Würden Sie gerne verreisen? Ja. In die Südsee? Ins Gebirge? Ja. Oder Bremen? Ja, wenn Sie mich so fragen, in die Südsee. Tatsächlich. Aber ich bin noch ein bisschen groß, ne? Moment. Ja, jetzt stimmt's. Toll. Das ist schön, wie eine Postkarte. An so einem Bild hätte ich früher wochenlang gezeichnet. Ja, wenn Ihr Computer so schön zeichnen kann, ja, dann kann er doch auch dichten, oder? Dichten? Ja, ich will nämlich Dichter werden. Nee, das kann er leider nicht. Er kann nur rechnen. Rechnen? Naja, er sieht ja nicht die Bilder, die er zeichnet, er berechnet sie. Ja. Ihm fehlt vollkommen der Sinn für Schönheit. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass irgendein Computer dichten kann. Ach, Computer können doch alles, oder? Na dann, viel Glück. Ja, hier bin ich doch richtig. In der Computerabteilung. Ja, hier wird es doch bestimmt einen Computer geben, der dichten kann. Ja, ja, das ist die Tastatur, klar. Man muss ja dem Computer was sagen können. Und das ist der Bildschirm, damit sagt er einem was. Aber wo ist er, der Computer? Der ist da drin. Was, hier drin, in der Tastatur? Ah. So kleine Computer gibt's? Was kann denn der so? Alles? Ja, er kann alles. Man muss ihm nur sagen, was er machen soll. Er braucht ein Programm. Ah ja, natürlich, ein Programm. Und wo kriegt er das her? Man kann es kaufen. Videospiele, so wie die da. Das gibt's auf Kassette. Ja. Spielt man da drin ab. Ja. Der Computer hört sich das an und dann kann er's. Ach so, ja. Dann kann man mit ihm spielen, aber das ist langweilig. Nur das traurig. Das soll schon besser. Thomas hat seinem Computer beigebracht, wie man ein Labyrinth malt. Ja. Jetzt versucht er, wieder rauszukommen. Wie denn? Das hat er ihm selber beigebracht? Ja, sicher. Programme selber schreiben, das macht Spaß. Hier, habe ich selbst geschrieben. War ganz einfach. Wenn ich es jetzt laufen lasse, malt der Computer schöne Muster, immer wieder neue. Toll. Also die Kinder heutzutage. Ja, sag mal, dann könnte doch dieser Computer womöglich auch dichten. Gedichte machen? Warum nicht? Schreibst ja einfach ein Programm dafür, dann kommt jedes fertige Gedicht raus. Jawohl. Und du meinst also, dann könnte der beispielsweise einen Reim finden auf Specht. Auf dem Baume klopft der Specht. Du, das ist genau das, was ich brauche. Danke für den Tipp. Ja, da ist er. Der unentbehrliche kleine Helfer für jeden Dichter. Naja, ich musste mich erst ein bisschen einarbeiten, nicht? Ich habe auch schon geübt. Und hier ist mein erstes Programm. Ich habe nämlich dem Computer beigebracht, wie man neue Worte erfindet. Da, bitte. Fotokump, Klumpf, Strippel, Plaps. Naja, vielleicht kann ich das eine oder andere benutzen beim Dichten, ne? Ja, richtig, dichten soll er ja. Aber es ist ja noch ein dummer Apparat. Er kann noch nicht reimen, das muss ich ihm noch beibringen. Und er kennt noch kein einziges richtiges Wort. Na, noch nicht. Denn jetzt werde ich hier dieses Lexikon ihm eintippen. Dann weiß er genug. Ja. So. Aal. Aasfliege. Abendbrot. Ah, na, das kann noch dauern. Das Beste ist, ihr seht euch erst einmal die Geschichte an von Hans dem Hacker. Hans war ein ganz normaler Junge. Spielte gerne, machte gern Unsinn und ging in die erste Schulklasse. Was ihn besonders machte, er hatte eine unausrottbare Vorliebe für Knöpfchen. Jede Taste, jeder Knopf an irgendeinem Apparat, sei es Waschmaschine, Telefon, fremde Klingeln, Feuermelder oder Feuerlöscher, zog ihn magisch an. Er musste darauf drücken. Zu Weihnachten bekam er einen kleinen Computer geschenkt. Jetzt hatte er eine Menge interessanter Knöpfchen ganz für sich alleine. Und er benutzte sie. Er schoss Weltraummonster ab. Und ließ seinen Computer die schönsten Muster und kilometerlange Zahlenreihen produzieren. Kurz, Hans war von den Tasten nicht mehr wegzukriegen. Während seine Freunde draußen miteinander spielten,
starrte er nur noch in den Bildschirm und hackte auf der Tastatur herum, weshalb er bald den Spitznamen der Hacker bekam. Hans, der Hacker, begann sich zu verändern. Seine Augen wurden glasig. Seine Finger konnte er nicht mehr gerade halten. Und wenn man mit ihm sprach, brachte er nur noch unverständliches Zeug hervor, wie Goto 257 oder 001 001 01. Piep! Eines Tages besuchte ihn seine Freundin Margareta. Sie machte sich Sorgen um ihn, denn er hatte schon seit Wochen nicht mehr mit ihr gesprochen und wurde immer blasser. Hans, der Hacker, war gerade dabei, auszurechnen, wie viele Blätter der Lindenbaum vor seinem Haus hatte. Er bemerkte gar nicht, dass Margareta neben ihm saß, murmelte etwas von Baumhöhe mal Pi und hackte wild auf die Tasten ein. Das war zu viel für Margareta. Sie zog den Stecker des Computers aus der Steckdose. Hans starrte dumm auf den leeren Bildschirm. Es war, als ob er aus einem Traum erwachte. Und bevor er noch etwas sagen konnte, zerrte ihn Margareta hinaus auf die Straße und setzte sich mit ihm vor den Lindenbaum. Hans, der Hacker, öffnete langsam seine Augen, denn das Tageslicht blendete ihn. Er sah den Baum an. Es war ein schöner Baum, fand er. Und es war schön, mit Margareta davor zu sitzen. Wozu musste er wissen, wie viele Blätter dieser Baum hatte? So ein Unsinn. Seit diesem Tag hörte Hans auf zu hacken. Er spielte wieder draußen mit den anderen, er drückte verbotene Knöpfe und saß oft mit Margareta vor dem Lindenbaum. Seinen Computer allerdings benutzte er weiter. Er ließ sich von ihm bei den Schularbeiten helfen. Und Margareta ließ er abschreiben. Also wirklich, wie viele Blätter hat ein Baum? Eine blödsinnige Frage. Nee, man muss Computer sinnvoll benutzen. Zum Beispiel zum Dichten. Und gleich ist es soweit. Zug, Zulu, Zylinder. So. Jetzt kann mein Computer das ganze Lexikon auswendig. Ja. Kann genügend Wörter, um die schönsten Gedichte zu machen. Ja, reimen kann er auch, das habe ich ihm inzwischen beigebracht. Oh, und nicht nur das. Er wird die fertigen Gedichte auch vorlesen. Ja. Ein Triumph der elektronischen Dichtkunst. Ja. So, jetzt ist es soweit. Der spannende Moment ist gekommen. Ich werde anfangen und er macht weiter. Frühmorgens ist der Himmel blau und auf den Rosen liegt der Tau. Auf dem Baume klopft der Specht. Auf dem Fahrrad sitzt der Hecht. Auf dem Fahrrad sitzt der Hecht. Moment, da stimmt doch was nicht. Auf dem Fahrrad ein Hecht, der kann doch nicht Radfahren. Na, außerdem, was hat das mit dem Morgengedicht zu tun? Aber immerhin, es hat sich gereimt. Zweiter Versuch, das wird schaffen. Auf dem Baume klopft der Specht. Grüner Ketchup ist nicht echt. Was soll denn der Unsinn? Was soll ich denn morgens mit grünem Ketchup? Dritter Versuch, jetzt muss es klappen. Auf dem Baume klopft der Specht. Die Hose schmeckt im Winter schlecht. Oh nein, die Hose schmeckt im Winter schlecht. Was soll denn der Unsinn? Wo bleibt denn da die Dichtkunst, die Poesie? Das wird doch nie ein Gedicht. Ach, ich geb's auf. Der kann gar nicht dichten. Der spürt überhaupt nicht, worauf es ankommt. Aber vielleicht ist er nur zu klein. Es gibt ja größere Computer, diese Riesenrechner. Die können bestimmt dichten. Ich weiß auch, wo so einer steht. Da gehe ich morgen hin. Da drin soll er sein. Im Institut für Mathematik. Naja, ist ja auch ein Großrechner. Ne? Und man kommt nur hinein, wenn man so eine Karte hat. Mich haben sie aber trotzdem reingelassen. So, wo ist er denn nun? Dieses Wunder der Technik. Ich sehe nur Aktenschränkchen und so und Tonbandgeräte. Aber ein freundlicher Mensch hat mir dann alles erklärt. Das hier ist der Rechner. Ja, dieses Schränkchen. Größer sind die nicht. Er hier unterhält sich gerade mit dem Computer. Mal sehen, was dabei herauskommt. Zahlen. Und die holt sich der Rechner von diesem Band hier. Ja, war gar keine Musik drauf, sondern Daten. Also Zahlen, Namen, Buchstaben, Programme. Alles, was so ein Computer eben braucht. Das hier ist sozusagen sein Gedächtnis. Das auch hier. Ein Plattenspeicher. In ein paar Sekunden kann der Rechner von diesen Platten Millionen von Daten ablesen. Und was kommt dabei raus? Zahlen. Naja, das hier ist ja auch kein Dichter. Er tippt Namen und Zahlen ein, der Computer verarbeitet das und spuckt dann mit rasender Geschwindigkeit Listen aus. Gedichte sind das auch nicht. Nur Namen, Zahlen, Namen. Zeichnen kann er auch. Na, das wusste ich ja schon.
Allerdings, der hier, der kann das auch auf Papier. Ganz schön flink, hm? Jetzt holt er sich eine neue Farbe, ja, und macht schön Schrift. Hübsch, ja, aber dichten werde ich wohl selber müssen. Frühmorgens ist der Himmel blau und auf den Rosen liegt der Tau. Auf dem Baume klopft der Specht, ja. Oh, hallo. Tja, war wieder nix. Hm? Diese riesige Denkmaschine kann zwar in einer Sekunde tausende von Wörtern ausspucken, aber leider die falschen. Dichten kann sie auch nicht. Und ich weiß jetzt auch warum. Computer denken eben furchtbar logisch. Wir haben keine Gefühle. Wir wissen zum Beispiel nicht, was das Wort schön bedeutet. Hm? Und deshalb können die nie dichten. Das kann wirklich nur der Mensch. Ja. In dem Baume klopft der Specht. Jetzt kommt ihm die Sonne recht. Denn sie scheint schon hell hernieder und erwärmt sich das Gefieder. Die Meise singt ihr Morgenlied. Der Maulwurf lauscht, weil er nichts sieht. Und blinzelt fröhlich aus dem Loch, in das er abends sich verkroch. Bravo! Wunderbares Gedicht. Es hat also funktioniert. Was hat funktioniert? Naja, der Computer, er hat gedichtet. Nein, ich habe gedichtet. Computer können sowas nicht. Was denn? Die könnten doch alles, haben Sie selbst gesagt. Ich habe mich geirrt. Computer haben keine Gefühle, wissen Sie. Die können nicht traurig sein und die können auch nicht fröhlich sein. Sie werden nie so sein wie ein Mensch. Und deshalb brauchen Sie auch keine Angst vor ihnen zu haben. Es sind nur dumme Maschinen. Aber wozu sind sie denn gut? Ach, sie nehmen einem eine Menge Denkarbeit ab, ne? Was man sonst mit dem eigenen Gehirn machen müsste. Zum Beispiel langweilige Zahlen schreiben. Oder wenn man sich nicht entscheiden kann. Ne? Wenn man sich nicht entscheiden kann? Ja. Was ist denn das? Das ist mein Eierentscheidungscomputer. Der funktioniert genauso wie ein richtiger Computer. Nur nicht mit Strom, sondern mit Eiern. Und er entscheidet für mich, ob ich ins Kino gehen soll oder nicht. Ins Kino gehen? Ja. Das ist gar keine schlechte Idee, wissen Sie, wenn ich... Naja, also ich weiß nicht. Sie wissen nicht? Ah. Dann ist es ein Fall für meine Entscheidungsmaschine. Sehen Sie die Bratpfanne da unten? Wenn das Ei in die Nein-Pfanne fällt, dann bleiben wir hier. Fällt es aber in die Ja-Pfanne, dann gehen wir ins Kino. Ganz einfach. Wie? Aber erstmal muss die Maschine was von uns erfahren. Wie ein richtiger Computer, damit sie sich entscheiden kann. Haben Sie Lust, ins Kino zu gehen? Ja. Also, ja. Wenn es Nein wäre, würde das Ei gleich in die Nein-Pfanne fallen, nicht? Also, ja. So. Haben Sie Geld? Nein. Nicht? Hm? Das ist schlecht. Nein. So. Können Sie sich was pumpen? Ja, von mir. Ja. So. Haben Sie den Film schon gesehen? Der mit Sidney Wong? Nee. Nicht? Gut. Also, ja, das stimmt schon. Nein. So, jetzt wird uns meine Maschine einen Haufen Denkarbeit abnehmen. Jawohl. Sollen wir ins Kino gehen oder nicht? Achtung, fertig, los. Ja, hat er gesagt. Richtig. Und Computer irren sich nie. Wir gehen also ins Kino. Ja. Das heißt leider, dass die Sendung aus ist. Ihr könntet ja jetzt abschalten oder auch ins Kino gehen. Hm? Tschüss.